Das ist das neue Haus der Feuerwache 3, das an einem Tag der offenen Tür übergeben wurde. Die Kinder der Ressermark hatten schulfrei und Bürgermeister Schmidt begrüßte die geladenen Gäste und die Vertreter der Fachausschüsse und der Verwaltung. Eine Feuerwehrübung mit Schaumlöschmitteln demonstrierte neue Methoden der Brandbekämpfung. Für Fachleute nicht weniger interessant ist diese Krananlage, die mit großer Beweglichkeit Riesengewichte transportiert. Für die vielfältigen Aufgaben der modernen Feuerwehr ein unentbehrliches Hilfsgerät. Fahnen schmückten den Jahnplatz, als die Berufsfeuerwehren von Nordrhein-Westfalen von Oberbürgermeister Geritzmann zum Feuerwehrsportfest 1962 begrüßt wurden. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stand die Hindernisstaffel. Eine Disziplin, die die Schnelligkeit und Beweglichkeit der Feuerwehrmänner ganz besonders eindrucksvoll beweist. Zu den Siegern gehörten auch diesmal wieder die Teilnehmer aus Gelsenkirchen. Thank you.